Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Als allererstes möchte ich mich für all die lieben Kommentare zu meinem letzten Video bedanken, in dem ich erzählt habe, wieso wir Emil einschläfern lassen mussten. Ihr habt mir da wirklich sehr, sehr viel Kraft gegeben und das ist absolut nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht hast du schon auf Instagram mitbekommen, dass ich einer neuen Fellnase ein artgerechtes und schönes Zuhause schenken möchte und der Einzug des neuen Fellknäuels ist auch gar nicht mehr so weit entfernt zeitlich, also wahrscheinlich wird schon nächste Woche der Abholtermin sein. Es wird ein Video dazu geben, bei welcher Pflegestelle ich den Hamster abhole, wie die Suche verlaufen ist, die Vermittlung verlaufen ist und. Heute möchte ich dir aber zeigen, welche Produkte ich gekauft habe, um das Nagerheim einfach wohnlich zu gestalten. Ein Video zur Gestaltung des Laolas für den Zwerghamster, denn dieses Mal wird es ein Zwerg, wird auch noch folgen. Heute möchte ich dir einfach die Produkte zeigen, die ich in verschiedenen Online-Shops bestellt habe. In der Videobeschreibung kannst du vielleicht schon lesen, welche das waren. Ich habe echt viele Pakete bekommen und würde sagen, wir packen die jetzt zusammen aus. Viel Spaß beim Zusehen. Ich beginne mit meiner Bestellung von tierisch.de. Was ich nämlich als erstes unbedingt haben wollte, sind diese türkisblaufarbenen Keramikverstecke. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Für Goldhamster, für Goldhamster sind die Eingänge leider zu klein, weil der Durchmesser hier nur 5 cm beträgt und nicht 7, wie es eigentlich artgerecht sein soll. Ich hoffe, du siehst überhaupt was. Es ist ein bisschen dunkel wieder. Mein Ringlicht ist tatsächlich immer noch zur Reparatur eingeschickt. Und ich finde, diese Dreierkombi, auch wenn das jetzt hier dieses süße Bärchenhaus von einem anderen Hersteller ist, einfach total süß für das Nagarium, da ich das vom Farbschema eh im Blau- und Türkistönen halten möchte. Diese beiden Keramikhäuser sind von Trixi. Finde ich richtig süß hier mit den drei Eingängen und auch das hier mit dem abnehmbaren Deckel. Das soll einen kühlenden Effekt haben. Oh, ich sehe gerade, hier ist schon so ein leichter Material- oder Verarbeitungsfehler. Gut, ist jetzt nicht tragisch. Die Trixi-Produkte sind, wie du weißt, auch nie so teuer. Und dieses hier ist von einem anderen Hersteller. Und zwar glaube ich, dass es ein niederländischer Hersteller ist. Es ist auf jeden Fall dieser hier. Beasties? Ja, ich spreche es, glaube ich, komplett falsch aus. Aber den gibt es auch bei tierisch.de. Und daher ist dieses mega süße Ohrenkeramikhäuschen. Zwerghamster können wirklich niemals genug Keramikverstecke haben, habe ich mir sagen lassen. Und ich freue mich total, dass ich die drei jetzt hier habe. Für Emile und Lotti hatte ich ja vorher nie welche. Kommen wir zu dem Laufrad, das ich gerade schon mal kurz gezeigt habe. Ich finde das total schön, dass es hier auch so einen hellblauen Ton hat. Im Grunde ist das so wie das Trixi-Holzlaufrad, was ich auch vorher in Emils Auslauf hatte oder auch weiterhin hier im Auslauf haben werde. Ich wollte aber noch ein zweites haben, weil ich mich ja gegen das beziehungsweise gegen die Weiterverwendung des Trixi-Laufrades in Schwarz aus Plastik entschieden habe und fand das so ganz schön, vom Preis her auch in Ordnung. Der Durchmesser beträgt 30 cm und ich glaube, das wird zusammen ganz hübsch aussehen im Nagarium. Dann ist noch mitgekommen dieses Intelligenzspielzeug. Ich habe ja schon das große vom Nagerpalast. Ich krieg's mit einer Hand nicht auf, ich zeige es dir gleich einmal ausgepackt. Das hat die liebe Hamstermudi mir empfohlen. Bitte einmal alle auf Instagram folgen. Sie ist nämlich kurz davor, die 1000 Abonnenten zu haben. An sich auch sowieso. Die Keramikverstecke hat sie mir empfohlen, weil ich ja damals danach gefragt hatte. Und auch die Seite tierisch.de kannte ich vorher gar nicht. Und da hast du mich sehr inspiriert. Vielen Dank dafür. Hier ist das gute Stück einmal ausgepackt. Man kann Leckerchen verstecken, einmal hier drunter oder hier unter dem Klappmechanismus. Das soll auch einmal mit ins Nagarium, damit die kleine Fellnase sowohl im Auslauf als auch im Nagarium ein Spielzeug hat. Das Ganze wird tatsächlich in China produziert, sich gerade. Ups, ja. Aber guck mal, wie süß dieses Bild ist. Das rechtfertigt natürlich nicht die Herstellung, aber es erklärt auf jeden Fall den recht niedrigen Preis. Aber es sieht doch
ziemlich hochwertig aus, muss ich sagen. Nicht in China hergestellt sind diese Naga-Knabberscheiben von Hugo, die ich auch bei tierisch.de bestellt habe. Das hier ist jetzt einmal die Größe S. Ich wollte daraus ja so eine Art Mini-Treppe zu einer Ebene bauen, also die Holzzuschnitte einfach aufeinander stapeln, mit Ponalkleber festkleben und dann, glaube ich, sieht das ganz hübsch aus im Nagarium. Aber mal schauen. Da wir schon beim Hersteller Hugo sind, zeige ich dir jetzt, was ich bei Getzu bestellt habe. Da gab es nämlich auch etwas von Hugo und zwar diese Moosfasern hier, die ich auch für die Nagariengestaltung benutzen möchte, aber auch um Weidenbrücken, die ich neu bestellt habe, aufzufüllen. Das habe ich in meinem vorletzten Video schon gezeigt, wie man das macht, weil die Spalten in den Weidenbrücken einfach gefährlich für die Füßchen der Hamster sein können. Ich habe noch weitere Weidenbrücken bei Fressnapf bestellt und möchte die dann auch mit dem Moos hier auffüllen. Deswegen kamen hier mal zwei Packungen mit. Und was auch mitkam, ist diese Eckebene. Die hat mir sehr gut gefallen. Die Maße sind 32 x 22 cm und die Höhe der Stelzen beträgt 14 cm. Die macht man hier einmal rein und hat dann eine schöne, meine Güte, mit einer Hand ist es echt schwierig, hat hier eine schöne Eckebene auf der rechten Seite. Der Kleber dazu ist sogar dabei, finde ich sehr, sehr cool. Und möchte hier drauf eigentlich das Laufrad platzieren, wobei ich glaube, das ist gar nicht, doch, das passt. Puh, ich habe echt kein räumliches Vorstellungsvermögen. Ich habe zwar alles ausgemessen und mir versucht, vorher gut zu überlegen, aber das heißt bei mir nichts. Ja, sehr schön, das sollte passen, da freue ich mich. Auch mitgekommen sind hier, ich glaube es sind vier, fünf Stelzen, ähnlich wie die, die hier unter der Ecketage sind. Die möchte ich mir selber nochmal zuschneiden, also einmal halbieren, sodass sie jeweils 15 cm sind. Die werde ich dann an Emils Murmeleckhaus von Getzu anbringen, damit es auch nicht untergraben werden kann. Muss man jetzt nicht unbedingt bei Getzu selber bestellen, also hätte man bestimmt auch im Bauhaus holen oder sich selber zuschneiden lassen können, aber momentan war es bei uns gar nicht möglich, ins Bauhaus zu gehen und deswegen bin ich ganz zufrieden und glaube, dass das auch gut halten wird. Weiter geht es mit einer Kleinigkeit von Amazon und zwar dem Bactazol. Ich hatte im letzten Video ja gesagt, dass mir noch tierfreundliches Desinfektionsspray für einige Einrichtungsgegenstände und das Nagarium fehlt. Und mir wurde Bactazol von Fressnapf empfohlen. Leider haben die das aber dort online aktuell nicht im Sortiment. Deswegen habe ich es bei Amazon gesucht und gefunden. Bin aber gerade so ein bisschen enttäuscht, weil auf dem Bactazol beim Fressnapf und Bildern, die ihr mir auch geschickt habt, war so ein richtig süßer Hamster drauf als Logo. Und hier ist einfach nur dieser Tropfen. Also ich fand den Hamster so mega süß, aber da geht es ja wirklich nicht ums Aussehen oder Design, sondern um die Wirkung. Ich zeige dir das einmal. Hier steht, Bactazol sollte zur Vorbeugung angewendet werden, um die Ausbreitung von pathogenen Mikroorganismen von vornherein zu verhindern. Und bei 20 Grad ist Bactazol nach ca. 15 Minuten aufgetrocknet. Und sehr wichtiger Hinweis, also für mich überflüssig, aber auch nochmal hier der Hinweis, auf keinen Fall irgendwie aufs Tier sprühen. Ich benutze es jetzt, wie gesagt, nur weil ich ja das Nagarium einmal komplett reinige. Das macht man, wenn der Hamster gesund ist, ja nicht zwischendurch. Man räumt nie alles aus und man desinfiziert auch nicht, außer es gibt irgendwie eine Erkrankung, einen Milbenbefall oder sonstiges, weil das ja auch desodoriert und Hamster ja ganz arg gestresst werden können, wenn sie ihren typischen Geruch nicht mehr im Nagarium haben, was tatsächlich auch zu Erkrankungen und im schlimmsten Fall zum Tode führen kann. Ich habe bei Amazon noch zwei weitere Produkte bestellt. Eines ist hier dieser Klarlack von Adler, den man sowohl auf Kinderspielzeug als auch auf Naga-Zubehör unbedenklich anwenden kann. Er schützt das Holzzubehör und soll einfach in Zukunft Pipi-Flecken ein bisschen vermeiden. Tatsächlich habe ich ihn schon fast aufgebraucht. Also da ist vielleicht noch, na, bleib liegen, so viel drin. Ich habe ja super viel Holzzubehör im Auslauf und Nagarium und ich habe damit vor allem auch das Mehrkammernhäuschen innen lackiert. Dann mussten wie immer neue Hanfmatten her. Diesmal habe ich mich für Vettelholzer entschieden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dort habe ich schon mal bestellt und ich finde es schon mal ganz toll, dass die auf Plastik jeglicher Form in der Verpackung verzichten. So sehen die Naga-Teppiche aus. Zwei davon nebeneinander passen perfekt in den Rodi-Stacks. Und die eine hier ist eine super Unterlage für das Einstreu im Laola-Nagarium.
Dann ist hier mein absolutes Highlight. Vielen Dank an dieser Stelle an Maria. Diese wunderschön handangefertigte Watchbox. Ich finde sie so schön. Sie kam auch richtig toll verpackt. Ich habe das passende Dübelversteck dazu extra noch nicht ausgepackt. Sieht richtig toll aus. Marias Bastelstube, weil jedes Tier besonders ist. Finde ich total süß. Habe hier auch ihr Kärtchen. Schaut da doch sehr gerne mal bei Instagram vorbei. Ich schreibe das Ganze auch nochmal in die Videobeschreibung. Das hier ist das passende Dübelversteck und es ist total groß, aber richtig schön. Also ich finde das super toll. Ich freue mich riesig darüber. Hier siehst du meine allererste Bestellung bei der Futterkrämerei. Ich habe bisher ja immer beim Futterparadies bestellt und habe jetzt einfach von der Pflegestelle erfahren, dass der neue Schützling aktuell das Campbell-Menü gefüttert bekommt und deswegen gedacht, dass es vor allem für die Anfangszeit, vielleicht aber auch für immer schön wäre, das weiterhin zu verfüttern. Deswegen habe ich hier zweimal das Campbell-Menü bestellt. Da drin sind zum Beispiel rosafarbene Kornblumen, Leinsamen, Sesam, Japanhirse, Buchweizen, Blaumohn, Luzernkraut, Fenchelsamen. Und bei der Futterkrämerei, also auf der Homepage, wird explizit darauf hingewiesen, dass man zu diesen Menümischungen, die es gibt, dann noch tierisches Eiweiß dazu bestellt. Da wird auch empfohlen, wie viel es sein soll. Es ist zum Beispiel so, dass hier bei 1000 Gramm Campbell-Menü ungefähr 100 Gramm tierisches Eiweiß draufkommen sollen, mindestens. Es geht auch immer mehr. Ich habe mich hier für Mehlwürmer und Gammarus entschieden und werde das Ganze zusammen in einem Glasbehältnis mischen, sodass die neue Fellnase dann sofort damit gefüttert werden kann. Ich kann dir gerade noch mal zeigen, ich weiß nicht, ob du siehst, wie die Bestandteile hier ausschauen. Du wirst es aber in meinen weiteren Videos auch noch mal ganz genau sehen, wenn ich das Ganze umfülle oder dann auch schon ganz bald verfüttere. Was noch von der Futterkrämerei mitgekommen ist, ist gelbe Kolbenhirse, hier 150 Gramm. Flachs hatte ich noch von Emil übrig. Das soll gemeinsam mit dem Flachs als Erlebnisfutter das Nagarium ein bisschen aufhübschen und den Hamster beschäftigen. Dann habe ich das erste Mal überhaupt Mungobohnen bestellt. Man kann die wohl auch selber anbauen oder züchten. Ich bin ja nicht mit dem grünsten Daumen geboren worden, deswegen habe ich jetzt erstmal welche gekauft und bin mal gespannt, ob sie dann gut ankommen werden. Das letzte, was bei der Futterkrämerei mitgekommen ist, ist dieser Sack Kapokwolle. Ich hatte für Emil einen riesigen Sack Kapokwolle beim Futterparadies bestellt und Emil fand Kapokwolle ja gar nicht mal so spannend, weswegen ich die dann an Annalena verschenkt habe. Das hier ist jetzt der nächste Versuch für den nächsten Fellpopo und ich finde, die sieht total gut aus. Also richtig natürlich und ich freue mich schon, das im Auslauf und Nagarium zu verteilen. Die letzte Bestellung für heute ist von Fressnapf und leider noch unvollständig. Also ich hätte niemals für nur zwei bzw. drei Teile dort bestellt. Der Hauptanlass für die Bestellung waren eigentlich die riesigen Multifit-Einstreusäcke. Davon habe ich zwei bestellt, die waren dort auch momentan reduziert. Bei Emil war es ja so, dass ich nur das Hanfeinstreu verwenden konnte. Und jetzt kann ich endlich wieder mein geliebtes Multifit-Streu benutzen. Das hatte Lotti schon immer. Was aber schon geliefert wurde, ist hier der Multifit-Badesand. Ich erinnere mich gerade gar nicht ganz genau, ob ich den auch schon mal ausprobiert habe. Ist aber auf jeden Fall ein Chinchilla-Sand, der keine gefährlichen Kleinteile enthalten soll und verspricht, staubfrei zu sein. Dann habe ich noch bestellt diese beiden Weidenbrücken. Du hast ja in meinem vorletzten Video gesehen, solche Weidenbrücken müssen immer gefüllt werden mit Ponalkleber und Moos oder Sand. Hatte ich jetzt hier auch genug, Moos habe ich auch bestellt, damit sich die Kleinen nicht verletzen können. Ich denke, dass die auch ihren Platz im Nagarium finden werden. Wenn nicht, habe ich welche auf Vorrat. Und die sind ja auch wirklich vielseitig anwendbar. Hier sind nochmal die 9 verschiedenen Varianten, wie man das Ganze hinbiegen kann, aufgeführt. Und ich habe mich übrigens für Größe S entschieden. Also da gibt es auch Größe S bis L und für Zwerghamster ist S definitiv ausreichend, würde ich sagen. Ich finde, so zusammengerollt ist das eigentlich auch ganz süß, solange der Durchmesser hier 5 cm beträgt und man die Lücken gut aufgefüllt hat, ist das, glaube ich, auch ein ganz niedliches Versteck im Auslauf zum Beispiel. Ich habe tatsächlich, und das darf ich jetzt gerade eigentlich nicht zu laut sagen, um die 250 Euro ausgegeben für die neue Fellnase. Und man muss ja dazu sagen, ich hatte schon die ganze Grundausstattung eigentlich, ne? Also das Nagarium, den Auslauf, ganz, ganz viele Verstecke, Spielzeug, Einstreusorten.
Leckerchen und. Also so ein Hamster ist wirklich gar nicht so günstig, wie man vielleicht denken mag. Das, was auf meinem Konto fehlt, findet sich also jetzt hier wieder, zumindest zum Teil. Man sieht übrigens auch ganz gut, wie die Watchbox hier im Laola platziert werden soll. Und ich hoffe, dass die kleine Fellnase dann häufiger mal hier zu sehen sein wird. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gut mit Einrichten und Basteln beschäftigt. Hoffe, das Video hat dir gefallen. Freue mich schon ganz doll auf das nächste. Lass mir doch sehr gerne ein Like, einen Kommentar und am allerliebsten auch ein Abo da. Und bis ganz bald. Tschüss!